Die Geschichte begann mit der Geburt des unnormalen Rohit. Er wurde mit der Zeit erwachsen, doch sein Gehirn blieb das eines kleinen Jungen. Seine Gewohnheiten und Ungezwungenheit blieben ebenfalls die eines Kindes. Doch seine Unschuld sollte eines Tages bestraft werden. Du machst mir Spaß. Wenn du mir nicht hilfst, wer soll's denn dann tun? Du besitzt so viel Kraft. Gib mir auch etwas Kraft. Bitte gib mir ein bisschen von deiner Kraft. Nachdem ein Raumschiff auf Ram Kasuli gelandet war, bekam Rohit seine magischen Kräfte. Sein Leben änderte sich dadurch von Grund auf, denn Rohit wurde in der ganzen Welt bekannt. Eines Tages bat ihn der Wissenschaftler Siddharth Aya, zu ihm nach Singapur zu kommen. Allerdings mit einem Hintergedanken. Mr. Rohit Mehra, verzeihen Sie, dass Sie sie aber warten lassen. Nachdem Sonja Mehra ihren Sohn Rohit und ihre Schwiegertochter Nisha verloren hat, fand sie ihren Grund weiterzuleben in Rohits Sohn Krishna. Doch die Kräfte von Krishna verängstigten Sonja so sehr, dass sie sich mit ihm an einem unbekannten Ort niederließ. Das Schicksal jedoch wählte den Weg des Herzens. Krishna lernte Priya kennen und ging mit ihr nach Singapur, wo er auf die Wahrheit traf, dass sein Vater Rohit Mehra noch lebte. Er war seit Jahren an Dr. Aya gefesselt. Dann war es an der Zeit für eine neue Geschichte. Bei einem Brand in einem Zirkus fand Krishna eine Maske. Und so bekamen wir einen neuen Retter, einen Freund und Superhelden. Krish. Das Experiment ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt werde ich das Ende der Menschheit herbeiführen, indem ich dieses Virus auf der ganzen Welt verteile. Danke, Magie. Jetzt habe ich das Geheimnis deiner Kräfte, die du durch Sonnenlicht erhältst, endlich verstanden. Wenn mein Experiment erfolgreich ist, wird die Menschheit und die ganze Erde einen Neuanfang erleben. Ich habe nur noch 10 Minuten
Papa, alles okay? Was machst du um diese Zeit schon hier? Keine Sorge, mir geht es gut, so wie immer. Ich bin heute sehr motiviert und ich will dir zeigen... Papa? Oh, entschuldige, dass ich euch aufgeweckt habe. Doch es sind nur noch 9 Minuten bis Sonnenaufgang. Also kommt schnell ins Labor. Los! Jetzt? Ja, Papa. Na los. Heute muss es einfach funktionieren. Ich habe die Fehler behoben. Die Formationslosigkeit. Heute sollten meine Berechnungen nicht schiefgehen. Wow, Papa. Was machst du hier? Ich mache einen Versuch zu meiner jahrelangen Arbeit über Sonnenlicht. Licht gibt Leben. Ich habe das Gefühl, dass es mir nun endlich gelungen ist, mit der richtigen Kombination Licht und Energie durch eine Reflexion auf Spiegeln zu binden. Solch eine magische Kombination kommt auch in der Natur vor. Aber das können wir nicht sehen. Wisst ihr? Das ist mein Spezialstift. Er ist sozusagen ein elektronisches Gerät. Er nimmt diese magische Kombination wahr, sobald sie in seiner Nähe ist. Er piept dann sogar. Und dann sammelt er alle Lichtwellen und wirft sie auf ein Objekt, indem er sie durch die Reflexion multipliziert. Und dann sehen wir, wie Licht Leben gibt. Das heißt, Sonnenlicht soll diese tote Pflanze zum Leben erwecken? Was? Wie soll das funktionieren? Das wirst du gleich sehen. Ganz sicher. Glaubt mir. Und drückt die Daumen. Gleich werden sich die Sonnenstrahlen kreuzen. Papa, die Sonne. Mein Stift wurde aktiviert. Alle Spiegel wurden richtig platziert und vollkommen richtig ausgerichtet. Tja, die Energie war ein bisschen zu stark. Ich muss nachdenken, was ich ändern muss. Wir müssen einen Filter herstellen, der nur die benötigte Energie durchlässt und die übrige Energie absorbiert. Das wäre ein Filter, der mitdenkt, Papa. Korrekt. Ich mache solch einen Filter. Und dann werden wir sehen. Ich werde dem Experiment nun dadurch eine neue Richtung geben. Also dann, ich muss ins Büro. Jetzt, na los. Ich mache diesen mitdenkenden Filter. Krishna! Ich bin fertig, Papa. Sieht gut aus. Danke. Hast du den geplatzten Reifen schon repariert? Ist das Auto fahrbereit? Nein. Ha? Wo bleibt denn Priya? Ich komme ja.
Schon unterwegs, Papa. Tatsächlich? Du hättest dich vorher fertig machen sollen. Ich bin ja fertig. Ach ja. Ich wollte nur nachziehen, aber das mache ich im Auto. Treffer. Sieh doch. Oh. Hey! Jetzt bist du aber ganz bestimmt fertig, oder? Oh. Ich bin fertig. Na dann los. Ich lasse sie in der Stadt rot machen. Oh, wieso rot? Du musst doch nicht heute etwa wieder zu Chanel gehen. Oh doch, das muss ich, Papa. Sobald ich euch beide losgeworden bin. Von hier könnt ihr zum Büro laufen, Krishna. Oh, fährst du bitte rechts, dann die nächste links und wieder rechts. Mein neues Büro ist bei der Security, weißt du? Hä? Ich dachte bei Air India. Nun, fahr schon, sonst komme ich zu spät. Du brauchst gar nicht abzulenken. Was ist diesmal passiert? Ich weiß, was es war. Und zwar? Wenn Kunden kamen, um zu buchen, ging er immer in die Luft. Also hat die Fluggesellschaft eine Dauerlandung gemacht und er musste für immer verschwinden, nicht wahr? So war es, Papa, genau wie du sagst. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Halt, halt, halt. Bleib hier stehen. Hier ist mein neues Büro. Ja, ich sehe SIS. Oh, mein Ehemann. Komm noch mal her. Was ist, Frau? Ich bin gegen 4.30 Uhr etwa im Studio fertig. Ich möchte da nicht ewig auf dich warten müssen. Verstanden? Ja. Ich will wirklich nicht wieder stundenlang warten. Ich muss dann leider ohne meinen Ehemann fahren. Das verstehst du. Ja, tu ich. Bis dann. Bis dann. Also dann, Papa. Wo soll ich dich hinbringen? Zur Arbeit. Jetzt kann ich beruhigt meinen Job machen. Also bring mich in mein Labor. Wir besiegen alle. Ja, wir besiegen alle. Weil wir Krishna, alle besiegen. Kripal, der Boss hat euch beiden den Job gekündigt. Hier ist dein Kündigungsschreiben und hier ist deins. Und wenn schon, warum machst du denn da jetzt so ein betrübtes Gesicht, mein Freund? Als gestern diese Typen den Juwelier überfallen haben, bist du weggelaufen. Und nun läuft dir der Job weg. Aber du... Ich bin auch weggelaufen. Aber ich bin weggelaufen, um Hilfe zu holen. Um Hilfe zu holen? Ja, ich meine... Hey, warum belauscht ihr uns, hä? Ja, wir haben unsere Jobs verloren. Seid ihr jetzt zufrieden? Ist ja gut. Ja. Flipp mal nicht gleich aus. Wenigstens habt ihr euren Job noch. Was ist denn mit dem? Ich verstehe die Typen nicht. Nun ja, kommen wir wieder auf gestern zu sprechen. Weißt du, wer gestern gekommen ist, als wir weg waren? Wer ist gekommen? Ja, wer wohl? Krish. Ja, genau. Bemerkst du das geheime Zeichen? Du kennst doch meinen vollen Namen, oder? Kripal Sharma. Genau, Kripal ist Kri. Kri. Sharma ist Sh. Sh. Und der Name ist jetzt wie? Krish. Du Sei doch bitte leiser. Wenn jemand davon hört, versammeln sich 1000 Menschen und ich muss Autogramme und so geben. Du verstehst mich immer noch nicht richtig, oder? Nein. Weil Krishs Größe und deine Größe... Ich bin doch nur groß, wenn ich kämpfe und klein, wenn ich zivil bin. Das verstehst du nicht. So ist das eben bei uns Supermenschen. Du bist halt ein gewöhnlicher Mann. Du machst eine Sache und suchst eine Arbeit, die du perfekt ausführen kannst, nicht wahr? Wir berichten nun über die neuesten Nachrichten von heute. Auf dem Weg von Delhi nach Mumbai hat sich das Vorderrad des Fluges AKA 101 verkeilt. Alle Versuche des Piloten, dies zu beheben, waren vergebens. Wenn das Fahrwerk nicht richtig einrastet, wird die Landung mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Bruchlandung führen. Das bedeutet, dass die Leben aller Passagiere und die der Besatzung in großer Gefahr sind. Wir beobachten... Siehst du, und jetzt muss ich dahin. Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Wo ist er denn?
Hier ist AKA 101. Wir warten auf Ihre Anweisung. AKA 101. Wir haben die Bahnen 2 und 7 für eine Notlandung geräumt. Sie sind zur Landung freigegeben. Viel Glück. Sir, wenn wir ohne aktives Vorderrad landen, wird uns das ins Schleudern bringen und eine Explosion hervorrufen. Wir haben keine andere Wahl mehr. Der Tank ist am Ende. Wir haben nur noch diese eine Chance. Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte an und nehmen Sie die Notfallposition ein. Was ist denn los? Bitte. Mama, wir werden doch keinen Unfall erleiden, oder? Lieber Gott, bitte hilf uns. Bitte. Bitte. Krisch. Chance. Krisch, seht mal, ja, tatsächlich da. Danke sehr. In Namibia ist aufgrund eines unbekannten Virus eine Epidemie ausgebrochen. Erschreckende Bilder dieser Viruserkrankung erreichen uns soeben aus der Stadt Gobabis.
Unser Korrespondent befindet sich derzeit im Büro des Internationalen Gesundheitsrates und wartet auf eine Erklärung von Dr. Varun Shetty, dem Regionaldirektor der WHO. Als ich heute Morgen aus Namibia zurückkam, habe ich alle hochrangigen Mitglieder des Internationalen Gesundheitsrates über den Ausbruch dieser Epidemie informiert. Dieses Virus muss sofort unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Ausbreitung wäre eine absolute Katastrophe. Proben des infizierten Blutes wurden an angesehene Wissenschaftler und Ärzte der ganzen Welt geschickt. Und jetzt brauchen wir jede Hilfe, um ein Gegenmittel zu finden. Nun ist klar, dass die Namibia-Krise zu eskalieren droht. Wir haben eine gebührenfreie Notrufnummer für alle virusbezogenen Fragen eingerichtet. Hallo? Die Nummer lautet... Hallo, Dr. Shetty. Dr. Mera, haben Sie bereits von dem äußerst gefährlichen Virus gehört, das in Namibia für Panik sorgt? Ja, wir haben es in den Nachrichten gesehen. Dr. Shetty, in welcher Zeit zeigt das Virus denn seine Wirkung? Also, wie ist die Inkubationszeit? Sehr rasant. Nach 5 Sekunden bis 5 Minuten. So schnell treten die Virussymptome beim Menschen auf. Das Virus breitet sich rasend schnell durch Wasser und Luft aus. Wir haben infizierte Blutproben an verschiedene Orte der Welt geschickt. Auch an Sie. Ich hoffe sehr, dass Sie das Virus entschlüsseln und ein Gegenmittel herstellen können. Sie sind meine letzte Hoffnung, Dr. Mera. Bitte tun Sie etwas. Ich mache alles, was ich kann, Dr. Shetty. Und ich gebe mein Bestes. Hallo? Hallo, Dr. Shetty? Ja, wer ist da? Ich bin Alok Sen. Sie sprechen mit Alok Sen, Dr. Alok Sen. Sir, ich muss Sie unbedingt treffen. Es ist wirklich sehr wichtig. Und worum geht's? Sir, ich habe schockierende Informationen über das Namibia-Virus und das Gegenmittel. Was? Ich werde Ihnen alles persönlich erzählen. Mein Leben ist in Gefahr. Deswegen rufe ich Sie aus einer öffentlichen Telefonzelle an. Sir, bitte, Sir. Bitte beruhigen Sie sich. Ich fahre in mein Büro und Sie kommen dorthin. Meine Büroadresse... Ich kenne die Adresse. Ich bin sofort da. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Ich erwarte noch jemanden. Oh, okay, Sir. Danke. Wer sind Sie bitte? Anders. Einzigartig. Wunderbar. Denn ich habe keinerlei Vergangenheit. Überhaupt keine. Nur eine Zukunft. Überrascht? Wer auch immer Sie sind, hier sind Sie falsch. Ich bin hier sehr richtig. Aber möglicherweise ist das Ziel das Falsche. Was soll der Unsinn? Bitte gehen Sie. Lerne mich doch erst kennen. Denn ich bin die Antwort auf all deine Fragen. Hören Sie mal. Hör mir zu. Denn in meinen Augen siehst du dich. Was denken Sie sich, was Sie hier tun? Schicken Sie ihn rein. Sehr gern, Sir. Dr. Shetty? Dr. Sen? Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich anzuhören. Sie möchten mir etwas zu diesem Namibia-Virus erzählen? Ja, Sir. So ist es. Sie haben mir eine Probe vom Virus geschickt. Und ich habe ein Gegenmittel. Ich arbeite bei Karl Pharmaceutica. Diese Firma experimentiert mit verschiedenen DNA und stellt Gegenmittel für viele unterschiedliche Viren her. Aber, Sir, nun habe ich erfahren, dass diese Firma zuerst Viren und erst später das Gegenmittel herstellt. Und sie machen das sogar weltweit. Sir, ich habe... Bitte nehmen Sie den. Ich habe alle Beweise auf diesen Stick kopiert. Man gab Ihnen in Labor 3... eine leitende Position, wo Sie einfach nur aus verschiedenen DNA Fusionen machen sollten.
Doch Sie haben sich diese Dateien genommen. Aber was reden Sie denn da? Ich spreche nur die Wahrheit. Indem du versucht hast, ihn zu betrügen und zu hintergehen, hast du einen großen Fehler gemacht. Das ist Kaya. Das große Wunder der Wissenschaft, erschaffen von dem, der sich eine eigene, paradoxe Welt erschaffen will. Und das ist Karl, der das Mysterium Zeit und Leben zu gewinnen entschlüsseln möchte. Ein Genie der Wissenschaft. Die Experimente, die er seit Jahren machte, hätten die gesamte Welt verbessern können. Doch er hatte alle Experimente nur gemacht, um seine Welt zu verbessern. Man kann es einen seltsamen Zufall nennen, dass der Mann, dessen Gehirn so mächtig ist, vom Hals an abwärts komplett gelähmt ist. Bis auf seine zwei Zeigefinger. Es ist schwer vorstellbar, doch Karl benutzt Telekinese. Mittels seiner zwei beweglichen Finger und seiner gesamten geistigen Fähigkeiten kann er Dinge bewegen, sie anheben, sie fliegen lassen oder sie zerbrechen. Karl forschte ständig weiter, um Knochenmark zu erhalten, das seinem Körper Leben einhaucht. Aber Karls DNA war anders als die eines Menschen und konnte daher keine Heilung erreichen. So entschied er, Tiere mit in seine Experimente zu nehmen. Er verschmolz sein Blut und seine DNA mit dem der Tiere. So hat Karl seltsame Reagenzglasbabys erschaffen, welche die Seele von Karl, Gesicht und Aussehen eines Menschen, aber die Kraft der Natur eines Tieres haben. Karl nannte diese Wesen Manwar. Aber er konnte auch von diesem Manwar nicht das Knochenmark erhalten, nach dem er so sehnsüchtig suchte. Und darum geht seine Suche weiter. Vorbereiten. Starten Sie die Liquidation. Fusion ist die Zukunft. Startet den Schlusstest. Ja.
Karl. Bringen Sie ihn bei, sich hier einzufügen. Und dann setzen Sie die Suche fort. Du wirst noch finden, wonach du suchst. Wenn nicht heute, dann ein anderes Mal mit Sicherheit. Ich war heute aber trotzdem erfolgreich. Mit dem neuen Mann war Krieger. Er hat einen vielversprechenden Angriff gezeigt. Und ich war damals schon besonders erfolgreich. Weil ich dich geschaffen habe. Als ich mein Blut mit dem eines Chamäleons verschmolz. Dadurch kannst du deinen Körper jederzeit verändern. Immer und überall. Lass uns sehen, wie viele in Namibia schon aufgehört haben zu atmen. Die roten Punkte zeigen, dass mehr als 40% der Menschen vom Virus befallen sind. Es sind nun schon viele Gesichter von dieser Welt verschwunden. Unsere Wissenschaftler fragen, wann wir ihnen unser Gegenmittel schicken werden. Wir lassen noch viele mehr sterben. Umso größer wird die Furcht. Es sind nur einfache Wissenschaftler. Je weniger Hoffnung diese Leute haben, umso größer wird unser Profit am Ende sein. Dieses Virus ist nicht natürlich entstanden. Es wurde gezüchtet. Was sagen Sie da? Wer sollte sowas tun? Eine verdammt kranke Person. Dr. Mörder, für das Namibia-Virus wurde nun erfolgreich ein Gegenmittel entwickelt. Dieser Durchbruch wurde von einem Unternehmen namens KL Pharmaceutics erreicht. Es wurde in Namibia eingesetzt und die Situation nun unter Kontrolle gebracht. Ein Glück. Das hat dann wieder mal bewiesen, dass gute Menschen mehr da draußen sind als schlechte. Wo ist es? Al-Sabah, 13. Stock, Milan Stadt. Halt dich fest! Halt dich fest! Gleich kommt Hilfe! Hilf mir! Lass bloß nicht los! Mama. Versuche, an meine Hand zu kommen! Bitte noch ein bisschen! Mir. Du schaffst das! Hilf mir doch! Mama! Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben. Du bist in Sicherheit, okay? Wir beide sind jetzt sicher. Aber eins musst du mir verraten. Wie bist du da oben überhaupt hingekommen? Ich habe gerade meine Hausaufgaben gemacht. Dann habe ich eine Taube gesehen, die sich in den Kabel verfangen hat. Also bin ich auf die Kabel geklettert, um ihr zu helfen. Aber meine Hände sind zu schwach. Trotzdem habe ich es geschafft, sie zu befreien. Und dann... Ah! Mama, hilf mir! Mama! Und jetzt hast du mich gerettet. Danke, Krish. Ich danke dir, Krish. Mir? Du wolltest diese Taube retten? Hm? Du hast so gehandelt, um sie zu retten. Sowas tut nur Krish. Wow, dann bin ich auch Krish. Ja. Aber Krish... Du hast eine Maske, einen Anzug und so unglaubliche Kraft. Und was habe ich? Du hast mir heute bewiesen, dass es vollkommen egal ist, wie groß deine Hände sind, wenn der Mut da ist. Ein Geschenk von Krish für den kleinen Krish. Gib mir mal deine Hand. Ein Symbol für deine Güte und die Wahrheit. Willkommen im Team. Im Team? In deinem Team, Krish? Mhm. Aber du musst mir eins versprechen. Dass du niemals auf Häuser kletterst und versuchst, wie ich, darüber zu rennen. Versprochen? Versprochen, Krish. Sir, ja, Sir? Hallo, willkommen. Wieso kommst du erst jetzt? Das Restaurant ist mittlerweile geschlossen. Darf ich bei der Gelegenheit mal fragen, warum du verschwunden bist?
Es war wirklich dringend. So dringend? Ja, Sir. Dringender als deine Arbeit? Nein. Eine Menge Gäste waren hier, um Chinesisch zu essen. Nun sitzen die alle beim Inder. Das ist furchtbar. Soeben erfuhren wir, dass Krish einen Jungen gerettet hat. Das hat bewiesen, wenn Gefahr besteht, ist Krish zur Stelle. Sieh nur, da ist er. Krish. Der taucht sogar dort auf, wo er überhaupt nicht erwartet wurde. Ja. Und hier bist du, der dort verschwunden ist, wo er eigentlich erwartet wurde. Nimm dir ein Beispiel daran. Wenn du doch nur irgendwas mit ihm gemeinsam hättest, dann müsste ich dich jetzt nicht feuern. Du bist gefeuert! Sir, bitte, ich... Aber wir haben noch weitere Neuigkeiten, bevor wir uns verabschieden, denn Krish wird heute nach 11.30 Uhr außer Dienst sein. Das war's für heute mit Priyamera für Ajtak. Alles Gute, mein Ehemann. Ich habe noch nie eine so tolle Überraschung wie diese hier bekommen. Und ich habe sogar noch ein größeres Geschenk für dich. Ach ja? Wir werden ein Baby bekommen. Du... सबसे हंसी है सबसे जुदा है वो देखो मेरी जान प्यार के लिए ही दुनिया बनी है प्यार का मिला इना रघुपति राघव मांगे तो आज कभी तेरे तेरे लौट पे जाने तो
Guten Morgen, Papa. Heute ist ein wundervoller Tag für uns. Wenn Kinder älter werden, werden sie trotzdem Kinder bleiben. Und ich weiß, dass heute Krishnas Geburtstag ist. Und deswegen habe ich ein Geschenk für ihn. Der Grund für unsere heutige Freude ist ein anderer, als du vermutest. Mr. Balgopal wird dir diese glückliche Neuigkeit mitteilen. Ein anderer? Mr. Balgopal? Wer ist das? Ich habe keinen Freund, der so heißt. Oder vielleicht doch. Ich kann mich ja nicht an alle Namen erinnern. Balgopal. Ich glaube, das ist dein Name. Du wirst Großvater. Großvater? Ich? Tatsächlich? Ja, Papa. Ich möchte dir für die Liebe zu meinem Sohn danken. Und ich möchte dir noch viel mehr sagen. Jeder Vater will sein Kind aufwachsen sehen. Doch mir wurde dieses Glück entrissen, Krishna dabei zu beobachten, wie er hinfiel und sich wieder aufgerappelt hat, bevor er auf eigenen Füßen stehen lernte. Ich habe nie gesehen, wie er nach Hause kam. Vollgeschmiert mit Schlamm und Schmutz. Ich war so traurig deswegen. Aber jetzt verschwindet meine Trauer. Denn ich werde es als Opa deines Kindes sehen. Jetzt werde ich doch miterleben,
wie eine Kindheit verläuft. Ich danke dir, meine Tochter, für die Vervollständigung meiner kleinen, geliebten Familie. Und jetzt? Happy Birthday, Krishna. Dieses kleine Geschenk ist von mir für euch beide. Danke, Papa. Und ich verteile das hier zur Feier des Tages an alle im Büro. Die werden sich freuen. Das wird ein Spaß. Was machst du da, Karl? Wenn mehr als diese zwei Finger, wenn meine ganze Hand, mein ganzer Körper in Ordnung wären, dann würdest du mich das nicht fragen, weil ich es dann nicht könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du das machst, woher die unglaublichen Kräfte kommen. Was ist das Geheimnis deiner Kräfte? Und wieso bist du an den Rollstuhl gefesselt? Obwohl du so viel Kraft hast. Karl, du erstickst mich! Das tut mir weh! So soll es auch sein. Weil du mich gerade damit verletzt hast. Wie kannst du mich das fragen? Ich suche mein ganzes Leben nach dieser Antwort. Aber was ich auch tue, ich komme einfach nicht weiter. Was tust du denn, mein Sohn? Du sollst doch deine Kräfte nicht so missbrauchen. Was soll das schon wieder? Ich habe es dir schon so oft gesagt. Du sollst niemanden mit deiner außergewöhnlichen Kraft belästigen. Und ich habe dich schon tausendmal gefragt. Wieso habe ich diese Kräfte? Wieso ist das so? Ich weiß es nicht, mein Junge. Ich habe dir das nie geglaubt. Und ich denke immer noch, dass du lügst. Nein, mein Sohn, du kannst mir vertrauen. Hör auf damit! Ich bitte dich! Karl? Ich akzeptierte die Antwort nicht. Doch auch ich konnte sie trotz der vielen Experimente bis heute nicht finden. Aber ich weiß mit Sicherheit, die Wissenschaft hält diese Antwort irgendwo für mich bereit. Denn es gibt eine Heilung und meine Heilung steckt in der Antwort. Millionen stecken schon darin. Und Milliarden würde ich zahlen. Doktor, wie viel Gewinn haben wir durch den Verkauf nach Namibia erzielt? 320 Millionen Dollar und die Einnahmen gehen weiter. Etwas Angst und es bringt 320 Millionen Dollar und es geht noch weiter. Das Geschäft mit der Angst ist das beste Geschäft. Doch jetzt müssen wir Milliarden damit verdienen, Kaya. Also brauchen wir dafür ein Land, das eine Bevölkerungsdichte in Milliardenhöhe hat. Indien oder China? Chinas Bevölkerung ist größer als die von Indien. Doch in Indien sind mehr Götter beheimatet. Und die Menschen dort glauben an sie. Wir werden sehen, ob ihre mächtigen Götter sie vor unserem Virus auch tatsächlich beschützen können oder nicht.
Krishna, wollen wir Eis essen gehen? Eis möchtest du? Aha. Ich habe gehört, dass Schwangere normalerweise etwas Saures wollen. Mm-mm. Ich möchte was Süßes. Wirklich? Weil ich mir wünsche, dass unser Baby genauso süß wird wie du. Okay. Passt auf, wo ihr hinlauft. Wie du aussiehst, wenn du an deinem Eis leckst. Du hast meine Eiscreme gegessen? Warum hast du sie mir dann überhaupt gekauft, hä? Hä? Au! Warum sollte ich deins essen, während ich meins verliere? Na los, dann hol neue Eiscreme für uns. Ja gut. Kripal, was machst du hier? Ich stehe unter großer Spannung und versuche, meinen Zorn unter Kontrolle zu bringen. Denn gerade eben wurde ich des Diebstahls der Eiscreme angeklagt. Gib uns das Gleiche, das wir gerade hatten. Also, was möchtest du? Du möchtest uns also eine leere Waffel andrehen, ja? Sir, ich habe eine Kugel reingetan. Und wo ist die dann, bitteschön? Also, ich mache die Kugel jetzt vor Ihren Augen rein. Ja, ich möchte es sehen. Zweimal Schoko, bitte. Sir, jetzt haben Sie aber gesehen, dass ich das nicht war. Ich habe gesehen, dass du sie gefüllt hast, aber jetzt das ist sie leer. Mami, wo ist meine Eiscreme? Und wieso fragst du mich? Ich habe sie nicht gegessen. Jetzt mach bitte meins. Ja, Sir. Was war das? Bleib bitte hier. Ja, aber... Ja, Kaya. Karl, Mumbais Farbe wird sich bald verändern. Trag
Tragische Nachrichten erreichen uns aus vielen Teilen Mumbais. Die Stadt wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Ein gefährliches Virus hat ganz Mumbai im Handumdrehen befallen. Die Menschen dort verbrechen Blut auf Autos, in Büros und auf den Straßen Mumbais. Die hilflosen schreienden Menschen sind überall. Dann werden sie bewusstlos. Befleckte Bäume und Straßen haben eine schreckliche Szene in der Stadt geschaffen. Die Panik breitet sich in der ganzen Stadt Mumbai rasend schnell aus, da hier ein nicht identifizierbares Virus ausgebrochen ist. Die rapide Verbreitung dieses Virus ist eine große Gefahr für unzählige Menschen. 117 Dörfer sind auch bereits betroffen und die Zahlen steigen weiter. Der Papa ist doch bei uns diesen LKW wegfahren. Papa, wach wieder auf, bitte. Papa, wach doch auf. Wir müssen dringend Trinkwasser besorgen. Krisch! Krisch, bitte hilf uns. Meiner Frau geht es sehr schlecht. Meine Befürchtung ist eingetreten. Es ist das gleiche Virus, das bereits in Namibia Tausende das Leben gekostet hat. Oh mein Gott. Wir brauchen sofort ein Gegenmittel. Rufen Sie Karl Pharmaceutics schnellstens an. Gestern hat einer unserer guten Kämpfer Krisch auf sich aufmerksam gemacht. Ja, aber der Virus wird auch ihn erwischen. Die Kraft der indischen Regierung ist schon mit den Nerven am Ende. Voller Angst haben sie bereits wegen des Gegenmittels angerufen. Karls Arznei wird somit zur wichtigsten Komponente der Zeit. Wir sollten schnellstens anfangen, neues Gegenmittel herzustellen. Wie viel Zeit werden unsere Wissenschaftler dafür ungefähr brauchen? 10 Tage. Dann werden alle in der Stadt tot sein. Ein Kind ist in meinen Armen gestorben und viele andere vor meinen Augen. Ich höre immer noch ihre Schreie. Aber ich kann nichts machen. Was bringt es Krisch zu sein, Papa? Wenn ich absolut nichts gegen den Tod der vielen Menschen machen kann. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt etwas. Du bist nicht infiziert. Und Priya auch nicht, weil sie dein Baby in ihrem Körper hat. Meine Kollegen sind auch alle befallen. Das Virus hat alle erwischt. Nur mich nicht. Das bedeutet, dass dieses Virus uns nichts anhaben kann. Irgendwas muss in unserem Blut sein, dass das Virus von uns fernhält. Es beschützt uns. Was machst du da? Wenn dieses Virus meinem Körper nichts anhaben kann, dann könnte mein Blut die Lösung für das Gegenmittel sein. Nein, Papa. Ich werde das nicht zulassen. Krishna, es ist der einzige Weg, eine Heilung gegen dieses Virus zu finden. Dann solltest du mein Blut dazu nutzen. Nein, das ist mir zu riskant. Ich kann doch aber nicht meinen Sohn Krish in Gefahr bringen, weil da eine kleine Hoffnung ist. Zurzeit bist du die einzige Hoffnung, Papa.
Nicht Krish. Du musst es an mir testen. Ich kann nicht. Bitte, Papa. Aus deinem Blut können wir jetzt ein Gegenmittel herstellen. Wir können Millionen von Menschen retten. Das Mittel wird in ein paar Stunden fertig sein. Aber wie werden wir es in so kurzer Zeit an so viele Menschen verteilen? Wie sollen wir das machen? Es gibt ein Problem. Ich weiß nicht wieso, aber unser Virus hat in Mumbai die Wirkung verloren. Jemand von euch hat mich hintergangen. Karl wurde verraten. Ich hatte euch gesagt, dass das Gegenmittel nicht schneller als in 10 Tagen nach Indien gebracht werden darf. Wie konnte das passieren? Ohne dass es jemand geliefert hat. Keiner hat es ausgeliefert, denn wir sind mit der Herstellung des Gegenmittels noch gar nicht fertig. Wir haben erfahren, dass in Mumbai ein Wissenschaftler des Forschungsinstituts heute ein Gegenmittel gegen unser Virus hergestellt hat. Was? Das ist doch Unsinn! Wie könnte irgendein Wissenschaftler ein Gegenmittel gegen das von mir erschaffene Virus herstellen? Wenn es ausschließlich durch mein Blut hergestellt werden kann. Durch mein Blut. Durch meine DNA. Wie soll das gehen? Wie sollte er ohne meine DNA? Wie? Wie kann mein Blut in den Adern eines anderen fließen? Wie kann das möglich sein? Wie geht das? Mumbai lässt sich weder verängstigen, noch akzeptiert es eine Niederlage. Mit dem Sieg gegen das Virus haben wir dies wieder einmal deutlich bewiesen. Ich begrüße den Mut
dieser wundervollen Stadt, den Geist der Einwohner, aber ganz besonders, dass wir einen Helden hier haben. Freund unserer Kinder, die Hoffnung der Ältesten, die Schulter zum Anlehnen, unser Freund Krish. Wenn ich auch hier stehe, wo ich gerade stehe, so fehlen mir doch die Worte, mich zu bedanken. Außerdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, wem wir diesen Sieg diesmal zu verdanken haben. Deswegen präsentiere ich Ihnen heute die Identität des großartigen Mannes, ohne den sogar Krish nicht in der Lage gewesen wäre, uns zu retten. Dr. Rohit Mehra. Kommen Sie bitte. Los, Papa. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Aber ganz gleich, was ich getan habe, hätten Sie auch getan. Ich war nur eine Art Werkzeug. Für jeden Menschen ist es möglich, Erfolg zu haben. Und außerdem möchte ich mich bei Krish unbedingt bedanken. Ich glaube an ihn. Und dass in uns allen etwas von ihm steckt. Sir? Wissen Sie denn, wer Krish ist? Auf jeden Fall glaube ich an ihn. Ich glaube auch, dass wir alle Krish sind. Wieso? Weil Krish etwas Unsichtbares ist, das, wenn es gebraucht wird, dazu dient, anderen zu helfen, dass wir uns alle gegenseitig die Hand reichen. Das ist Krish. Wir alle sind Krish. Ja, ich bin auch Krish. Krish hat es gesagt. An dem Tag, als ich die Taube gerettet habe. Und er hat mir dieses Symbol geschenkt. Ich habe das Symbol auch. Und ich habe es auch. Ich habe das Symbol auch. भगवान ने बनाया एक इंसान आया जमीन पे लेके वो ऊपर वाले का फरमान जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान ला 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 ला
milke khwabon ki jannat sajayenge hum pyar ka savera leke aayenge hum milke khwabon ki jannat sajayenge hum pyar ka savera leke aayenge hum woh doston ka hai dost yaaron ka hai yaar jiska naam sunke kaanpe har shaitaan god allah aur bhagwan ne banaya Wo ist dein Krishna? Warte, ich sehe mal nach. Hey, Priya, was ist denn los? Gar nichts, Papa. Priya!
Welche Blutgruppe hat sie? Null positiv. Gibt es Unverträglichkeiten oder Allergien? Nein, aber sie bekommt ein Baby. Krishna, wie geht es Priya? Ich weiß es nicht, Papa. Sie wird gerade untersucht. Wie ist das nur passiert? Mach dir darum jetzt keine Gedanken. Dank dir konnten diese Typen weiter nichts Schlimmeres anrichten. Jetzt geht es um Priya. Ihre Frau ist außer Gefahr. Aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass sie ihr Baby verloren hat. Alles wird gut. Alles kommt in Ordnung. Du brauchst jetzt all deine Kräfte. Für deine Frau, Priya. Du kannst das, Krishna. Du musst sie dazu bringen, wieder glücklich leben zu können, wieder lachen zu können. Es wird Arbeit, doch du wirst es schaffen. Nur du, Krishna. Willkommen, Fräulein Priya Mera. Ich hoffe, Ihre Fahrt ist nicht allzu anstrengend gewesen. Wo bin ich? Ihr Leute ängstigt euch an neuen Orten. Ich weiß. Du bist in Karlswelt angekommen. Ich gebe mir solche Mühe, nett mit dir auszukommen. Und du läufst los, um wegzurennen? In deinem Zustand solltest du nicht durch die Gegend rennen. Das tut euch beiden nicht gut. Also bitte, setz dich. Setzen! Sag mir, dieser Krish, wer ist das? Ich weiß es nicht. Doch du kennst denjenigen, den Mann, der ein Gegenmittel gegen mein Virus hergestellt hat. Rohit Mera ist sein Name. Wenn ich mich nicht völlig irre, ist er dein Schwiegervater. Seine Arbeit kenne ich nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich alle Antworten auf meine Fragen bei dir finden kann. Hören Sie, bitte, meine Familie und mein Ehemann werden nach mir suchen
und Warum sie Warum denkst du, dass deine Familie nach dir suchen sollte? Sie glauben doch, dass du bei ihnen bist. Du bist hier und du bist dort. Ja, genau. Zwei Plätze. Wir werden pünktlich da sein. Richtig. Danke. Ria, alles ist vorbereitet. Heute ist der erste Tag der Show. Schatz? Ria, bist du hier oder woanders? Ich bin hier. Ich bin hier bei dir. Du stehst vor mir, aber du bist nicht bei mir. Was meinst du? Ich meine, wenn du wirklich bei mir wärst, dann würdest du merken, dass ich mich verändert habe. Ja, Madam, ich gehöre bloß dir. Ich stehe ab sofort rund um die Uhr zu deiner vollen Verfügung. Ich will dir sagen, ich habe alle Tage Zeit zu tun, was du willst. Von Montag bis Sonntag, vom Shoppingtag bis hin zum Kinotag. Und ich werde auch keinen Urlaub nehmen, brauche weder eine Beförderung noch möchte ich ein Gehalt. Mir reicht eine Bezahlung aus. Einige tausendmal lächeln, Umarmungen ohne Ende und Millionen viel Küsse. Also, wo willst du anfangen? Ich habe Angst davor, überhaupt anzufangen. Du musst anfangen, zu vergessen, was passiert ist. Das ist wirklich seltsam. Sein Herz schlägt nur alle 2 Minuten. Das ist wirklich wenig. Das bedeutet, dass er in einer Art Winterschlaf ist. Oder einem ähnlichen Schlaf, in dem er mit diesem Herzschlag leben kann. Aber Menschen können das doch nicht. Manche Tiere können das. Tatsächlich. Sie atmen weiter, obwohl sie vergraben sind, und kommen wieder heraus, wenn es soweit ist. Möglicherweise kann er das ja auch. Und vielleicht ist er Tier und Mensch. Es scheint, als wäre er ein Unmensch. Unmensch? Ja, Krishna. Mahabharata und Ramayana waren auch Unmenschen. Subnaka konnte sogar seinen Körper verändern. Hallo? Priya, geht es dir gut? Ja, wieso? Es wird heute etwas dauern. Ein Mann von denen, die in unser Haus eingebrochen sind, wird heute wieder zu Bewusstsein gebracht. Wenn er bei Bewusstsein ist, kann er vielleicht helfen. Und dann könnten wir ihm helfen. Und wenn er gefährlich ist, müssen wir versuchen, die Regeln der Natur zu ändern. Ria? Wieso bist du hierher gekommen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du musst dir keine Sorgen machen. Krishna, ich habe solche Angst. Er wird mich töten. Er wird das uns alle töten. Es wird nichts passieren. Krishna, gehen Sie zu Krishna, auf mich. Bitte, Papa! Wir haben Papa, das unter Kontrolle. Beruhig dich bitte. Ria! Ria! Papa!
umzubringen. Du hast es gesehen. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, um mich zu retten. Was habe ich ihm denn getan? Was sind das für Leute? Warum ich? Warum wir? Priya, ich kann deine Angst verstehen, aber bitte beruhige dich wieder. Vielleicht wüssten wir etwas mehr, wenn er nur länger gelebt hätte. Wer sind diese Leute? Wieso wurden wir angegriffen? Wieso Papa? War es vielleicht, weil Papa dieses Gegenmittel gemacht hat? Darüber habe ich auch nachgedacht. Und ihr habt recht. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnte zwischen den Viren, dem Gegenmittel und den Angriffen einen Zusammenhang geben. Da bin ich sicher. Das bedeutet, dass sie wiederkommen werden? Um das Virus weiter zu verbreiten? Wir haben schon viele Menschen gerettet. Und jetzt? Das Labor ist zerstört. Ja. Es ist genug Gegenmittel vorhanden. Und davon abgesehen, können wir Neues machen. Tatsächlich. Und wie, Papa? Na, weil wir dieses Gegenmittel Papa, aus... Sie fragt dich nur aus, weil sie Informationen über das Gegenmittel rauskriegen will. Vorher wird sie nicht aufhören, dich zu befragen. Weil das hier nicht Priya ist. Hä? Die Frau, die in diesem Moment vor uns steht, ist Journalistin. Ah! Unsere Priya ist heute vollkommen Journalistin. Stellt mir eine Frage nach der anderen. Das liegt daran, dass sie in den letzten Tagen nicht arbeiten war. Ich merke, wie ihr innerer Journalist herausklettern will. Also, Priya, ab morgen gehst du wieder arbeiten. Und jetzt geht es schlafen. Los! Aber Papa... Los jetzt! Krishna, wenn Papa weiß, wie es gemacht wird, sollte er uns sagen, wie es geht. Wer weiß, wann und wo wir es mal brauchen. Papa! Krishna, ich meine das ernst. Wenn Papa weiß, wie wir das Virus unter Kontrolle kriegen, muss er es uns sagen, damit wir ihm helfen können. Glaub mir, das ist wichtig. Du kannst mir nicht helfen, weil du nicht... Ich liebe dich. Mr. Mehrer, hier ist ein Schreiben an Sie. Sie können ab morgen dabei sein. Meine Damen. Danke, Sessa. Alles gut. Nun ist es Zeit, mal wieder die glücklichen Gewinner unserer Auslosung bekannt zu geben. Gewinner Nummer 3 dieser Woche, der einen Preis in Höhe von 50.000 Rupien gewonnen hat, ist Mr. Sachin Gupta. Mit einem Preis von 75.000 Rupien eine Rose? Packen wir heute die zweite Gewinnerin, ja, Mrs. Pooja Mishra. Und die heutige Jackpot-Gewinnerin, die 100.000 Rupien gewonnen hat, ist Mrs. Avi Shah. Hey, das bin ich! 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 Danke. Ich möchte Ihnen das geben. Was ist das? Das ist Chris' Symbol. Wenn jemand einem anderen hilft, bekommt er dieses Symbol. Wo kann ich Chris begegnen? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber eins steht fest, dass Chris es immer schafft, da zu sein, wenn man ihn braucht. Und wenn er es einmal nicht schafft, gibt es immer genug andere gute Menschen, die seinen Job ebenso erfüllen. Was sagst du da? Ich sage, dass wir alle im Inneren gute Menschen sind. Und das hier ist dafür, dass du einer Mutter das Wichtigste im Leben
zurückgegeben hast. Du kannst mir nicht helfen, Wald und ich. Ich liebe dich.
Spreche ich da jetzt mit Priya oder spreche ich mit meiner Kaya? Ich brauche etwas mehr Zeit, Karl. Tja, nur leider habe ich keine Zeit. Entweder du bringst mir bis morgen die Information, die ich will. Oder ich muss die Angelegenheit auf meine Art und Weise regeln. Doktor, sind alle Parameter im Normbereich? Parameter sind normal. Fötusposition ist richtig und er ist gesund. Warum ist er dann immer noch in der Gebärmutter? Ich will, dass du ihn rausnimmst. Sofort. Aber wozu denn, Karl? Weil, ich meine, DNA unbedingt in diesem Zustand mit seiner zusammenführen will. Und ich will sehen, was dabei rauskommt. Denn schließlich hatten wir diese Form noch nie in unseren Experimenten erprobt. Wir haben es noch nie zuvor vor der Geburt ausprobiert. Ja, das stimmt. Aber dafür ist es noch zu früh. Wenn wir ihn jetzt schon aus dem Mutterleib entfernen, wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Wenn der Fötus noch keine 3 Monate alt ist und wir ihn schon entnehmen, können wir in ihm kein Experiment durchführen. Wir könnten dann nicht einmal seine DNA testen. Wie lange noch? Noch mindestens 1 Woche, Karl. Und schon in 7 Tagen bleiben dir 9 Monate Leid erspart und mir vielleicht viele Jahre der endlosen Suche nach meiner Befreiung. Ich habe etwas Erstaunliches herausgefunden, Krishna. Das Gegenmittel, das Karl Pharmaceutics für Namibia hergestellt hat, und die DNA dieses Mutanten, der bei uns war, ist 1:1 identisch. Und obendrauf kommt die nächste erstaunliche Feststellung, die ich gemacht habe. Das Gegenmittel, das wir hergestellt haben, enthielt ähnliche DNA. Um das zu bestätigen, habe ich getestet. Aber die Ergebnisse waren immer die gleichen. Wie kann das sein? Wie können wir ein Gegenmittel herstellen, das fast genau die gleichen... Ah, Priya scheint aufgewacht zu sein. Du wolltest gerade... Wie geht es ihr? Ganz gut. Aber das Gegenmittel... Ich werde... Morgen nach Singapur fahren. Du musst dich um dich und Priya kümmern. Du willst nach Singapur? Wozu? Weil Singapur und die falschen Absichten von Dr. Aya ein großer Teil von meiner oft unglücklichen Vergangenheit sind. Und diese neuen Wahrheiten auch viele neue Fragen aufgeworfen haben. Und vielleicht kann ich die Antworten nur in meiner Vergangenheit finden. Da bist du. Ja, klar. Ist alles in Ordnung? Ja, wieso? Ich weiß nicht, es fühlte sich an, als hättest du von Weitem nach mir gerufen. Ich bin doch hier. Wie sollte ich dich von weit her rufen, Krishna? Das ist wahr. Papa hatte noch nach einer Tasse Kaffee gefragt. Er arbeitet immer noch. Immer noch? Aha. Typisch, Papa. Ich gehe zu ihm. Nein, nein. Er hat gesagt, dass er an einer wichtigen Sache arbeitet. Wir sollten ihn lieber nicht stören. Lass uns schlafen gehen. Na komm. Na gut, gehen wir.
Was ist los? Nichts. Aber ich kann Krishnas Glauben nicht brechen. Und Karls Vertrauen? Karl sollte erfahren, dass es besser ist, zu warten, bis Dr. Rohit Mehra wieder aus Singapur zurückkehrt. Hallo? Ich habe jetzt alle Antworten gefunden, Krishna. Meine Idee, nach Singapur zu fliegen, war völlig richtig. Singapur? Du bist nach Singapur geflogen? Warum? Wann? Und warum sagst du mir nichts? Das habe ich doch. Erst gestern Abend, als wir uns unterhalten haben. Gestern Abend? Was meinst du? Da bist du ja. Ja, klar. Du stehst vor mir. Aber du bist nicht bei mir. Subnaka konnte sogar seinen Körper verändern. Krishna, ich meine das ernst. Wenn Papa weiß, wie wir das Virus unter Kontrolle kriegen. Krishna, ich habe solche Angst. Er wird mich töten. Unsere Priya ist heute vollkommen Journalistin. Stellt mir eine Frage nach der anderen. Mehra. Nein, das bist du nicht. Doch, ich bin Priya. Krishna! Krishna! Ah! Du bist nicht Priya Mehra. Denn dann wüsstest du, wer Krishna ist. Und wer Krish. Wer bist du? Wo ist meine Priya? Deine Priya? Ja. Krishna? Ja, Krishna. Ja, bei Krishna hätten deine Tränen Wirkung. Bei Krish nicht. Ist meine Priya. Wo immer sie ist, geht es ihr gut. Deiner geliebten Priya. Und dein Baby. Und diesmal sage ich Krishna wirklich die Wahrheit. Und Krish ebenso. Wo ist sie? Herzlich willkommen in Karls Welt, Dr. Rohit Mehra. Und bitte verzeihen Sie mir, ich habe Sie gegen Ihren Willen herbringen lassen. Sie sind nur nach Singapur geflogen, um Antworten zu finden. Sagen Sie mir, was wollen Sie wissen? Nur, dass nicht noch ein Mann versuchen würde, zu Gott zu werden. Vor ein paar Jahren
hat Dr. Aya mich gefangen gehalten, als ich nach Singapur kam. Und währenddessen hat Dr. Aya ein seltsames Experiment durchgeführt. Dr. Mathur, wenn mein neues Experiment erfolgreich ist, dann werde ich einen neuen Rohit Mera erschaffen. Mit dem gleichen Blut und der gleichen DNA. Er wird das gleiche Gehirn und die gleichen Kräfte wie Dr. Rohit erhalten. Allerdings wird der Neue nach meinen Vorstellungen arbeiten. Dr. Aya hat meine DNA genommen, um damit ein Kind wie mich zu erschaffen. Aber es wurde behindert. Dr. Aya sagte Dr. Mathur, er solle dieses Kind umbringen. Doch Dr. Mathur hat es nicht getan. Stattdessen setzte er es vor einer Anstalt ab. Und später... wurde dieses Baby tatsächlich von einem reichen Mann adoptiert. Das bedeutet dann, dass der Vater, den ich umgebracht habe, weil er nichts wusste, gar nicht mein Vater war. Denn du bist mein leiblicher Vater. Und ich bin dieses behinderte Baby. Das finde ich gut. Weil jetzt alles richtig ist. Ich bekomme endlich die Antworten auf alle meine Fragen. Außerdem bekomme ich jetzt endlich meine Heilung. Aber ich brauche dazu deine Hilfe. Ich möchte helfen, aber wie? Ich benötige dein Knochenmark für diese Heilung. Knochenmark? Okay. Ich möchte dir helfen. Aber du musst damit aufhören, was du den Menschen antust. Und du musst die Vorurteile zerstören, die du dir aufgebaut hast. Fatih. Darf ich dich den Vater nennen? Na klar darf ich das. Du bist ja schließlich mein Vater. Also, Fatih, stell keine Bedingungen. Denn wenn du das tust, wirst du das eventuell bereuen. Denn dann nehme ich mir diese DNA einfach aus dem Knochenmark des Kindes heraus, das Priya unter ihrem Herzen trägt. Ich meine dein Enkelkind. Mein Enkelkind? Das ist gestorben. Bevor es geboren wurde. Es lebt. Und zwar hier. Denn deine Priya ist bereits hier. Willst du sie sehen? Nein! Sie ist bei uns! Zu Hause! Nein, diese Frau ist nicht Priya. Sie ist mein Manvakaya. Sie hat Priyas Gestalt angenommen. Die echte Priya ist sicher untergebracht. Und ihrem Kind geht es auch gut. Genauso wie seinem Knochenmark. Du denkst vielleicht, du kannst machen, was du willst. Und deine Wünsche nach deinem Belieben durchsetzen. Doch du bedenkst nicht die Trauer eines Vaters. Deswegen kannst du auch nicht auf dich zukommen sehen, was auf dem Weg hierher ist. Aber ich weiß es. Er kommt her. Jetzt! Einzig wahrer Sohn. Trish.
Bist du in Ordnung? Ja. Krishna, Karl ist nicht hier. Hallo, Fati. Ich kann auf meinen eigenen Beinen stehen. Du nicht mehr. Wie fühlen Sie sich jetzt, Karl? Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Das hier ist erst der Anfang. Es wird ab jetzt noch viel mehr Blut fließen. Ja, Karl? Kaya, ich danke dir vielmals. Dank dir ist Rohit Mehra zu mir gelangt. Wo immer du jetzt bist, komm einfach an den Ort, an dem du von mir erschaffen wurdest. Bist du sicher, dass du dich von mir abwenden willst, Kaya? Karl? Sieh doch, Kaya. Ich bin nun in der Lage, meinen Körper zu benutzen. Nun kann ich die Menschheit zerstören, um eine neue Spezies zu schaffen. Dann gehört diese Welt mir. Wir beide könnten sie besitzen. Doch du hast dich anders entschieden. Du hast mich hintergangen. Ich wusste genau, dass Kaya Krish zu mir bringen würde. Doch warum hast du es getan? Du brauchst deine Tränen sicher noch für wichtigere Dinge. Heb sie dir lieber für deinen geliebten Vater auf. Entschuldigung,
Ich meinte für unseren Vater. Zwei Söhne, ein Vater. Der einzige Unterschied ist, du entstammst der Liebe. Zwischen deinem Vater und deiner lieben Mutter. Ich aber bin dem Wahnsinn von Dr. Aya zuzuschreiben. Du kannst ihn gerne fragen, wenn du mir nicht glaubst. Ich habe heute sein Knochenmark erhalten. Wenn er überlebt, ist diese Welt verloren, Krishna. Vati? Hab ich das richtig verstanden? Du möchtest, dass ein Sohn den anderen tötet? Das gefällt mir. Ich werde dir deinen Willen sehr gerne erfüllen. Mein Sieg wird mit dem Tod von dir und deinem Sohn errungen, Krish. Ich dulde keine weiteren Nachkommen. Siehst du, Vati? Ich habe deinen Wunsch umgehend erfüllt. Dich brauche ich aber nicht umbringen, weil ich glaube, der Tod deines wahren Sohnes ist für dich mindestens genauso schlimm gewesen. Dein Leben ist zerstört. Rohit Mera! Was war das für ein Knall? Was war das denn? Hast du das gesehen? Krishna!
Wer sind Sie? Ja, was denn? Was zum Teufel? Hey, hast du das drauf? Wem konntet ihr vertrauen, wenn es nötig war? Wer hat euch geholfen? Ich, Karl, habe ihn getötet. Ja, ich habe euren Krisch heute umgebracht. Was? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Was hast du nicht gesagt? Ja. Ich habe Krisch, den Unsterblichen, getötet. Und nun ist das Kind von Priamera dran. Also bringt sie mir her! Umso länger ihr braucht, um sie mir hierher zu holen, umso mehr werde ich euch und eurer Welt Schaden zufügen. Ein mitdenkender Filter. Bitte Gott, bitte hilf mir. Krishna, du wirst niemals in deinem Leben allein sein, weil keiner sterben wird. Die Kraft der Energie verändert nur den Körper. Aus zwei verschiedenen Leben wird ein neues. Ich lebe in dir weiter, Krishna. Wir werden immer zusammen sein. Unsere Kräfte werden eins. Ich bin immer bei dir. Mit all meinen und deinen Erinnerungen an mich. Und mit all meinem Segen
werde ich bei dir sein. Vicky, wo willst du hin? Vicky, bleib hier! Vicky! Emotionale Narren. Dummheit und Hilflosigkeit. Ihr seid für mich wie eine minderwertige Rasse, die ich jederzeit vernichten kann. Sagt mir, wie wollt ihr sie bitte schön retten? Indem wir hinter ihr stehen. Nein. Wir werden gegen ihn siegen. Das ist ja lustig. So winzig und so eine Haltung. Wen interessiert denn das? Mein Mut ist groß genug. Krish hat das gesagt. Krish war. Karl ist. Krish ist ein Gefühl, welches Karl niemals töten kann. Bis jeder von uns gestorben ist, ist Krish hier. Das war's für dich. Thank you.
Na, ist das nicht schön? Dass wir mal alle zusammen sind? Eine Familie. Nur, wen soll ich zuerst umbringen? Papa? Oder sein Baby? Jetzt sieh dich mal an, Bruder. Du bist nur ein gewöhnlicher Mann. Ein gewöhnlicher Sohn. Und dein schwacher Papa. Ein Mensch zu sein ist keine Schwäche, sondern Stärke. Denn in mir stecken die Liebe eines Vaters und die Liebe eines Kindes. Weil du geboren wurdest, Krish. Mir blieb dies erspart. Deswegen sterbe ich auch nicht. Sie wird immer durch Gutes beendet. Ah!
Krishna, du wirst niemals in deinem Leben allein sein, weil keiner sterben wird. Ich bin immer bei dir, mit all meinen und deinen Erinnerungen an mich. Und mit all meinem Segen werde ich bei dir sein. Mr. Mera? Krishna Mera? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Sohn. Sie können jetzt zu ihm. Er ist hier. Ich habe meinem Sohn den Namen Rohit verliehen. Hey, wo ist er? Er war eben noch hier. Hey, wo kann er nur sein? Wo aya
लाया है प्यार लाया है जब जब कोहरा घना छाएगा तब तब बनके मशालाएगा क्रिश 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 सुलझाता है डर भगाता है उम्मीदें दिल में जगाता है हौसलों को वो बढ़ाता है उलझने वो सुलझाता है डर भगाता है Shine.